So, herzlich willkommen zum Webinar SEO Strategie gesucht, der perfekte Plan für organische Rankings an diesem wunderschönen sonnigen Freitagmorgen. Ja, mein Thema heute ist SEO Strategie. Ja, ich halte es für ein sehr wichtiges Thema, was immer noch viel zu wenig beachtet wird. Und ich möchte heute darüber sprechen, welche Bausteine gehören eigentlich in so eine SEO Strategie herein. Und ich werde natürlich ein paar Tools mit euch teilen, ein paar Beispiele. Ich habe vor allem ein fiktives Beispiel mitgebracht, das ihr euch auch herunterladen könnt. Ja, und meine 20 Jahre Erfahrung bringe ich heute auch mit an den Tisch. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Markus Hövener. Ich bin Head of SEO bei der Agentur Blue Fusion und unter Twitter, zum Beispiel unter @Blunetic zu erreichen oder natürlich auch gerne bei LinkedIn. Also wer da jetzt gerade nebenbei noch einen Browser aufhat, einfach mal nach Markus Hövener suchen und gerne mich hinzufügen. Dann seid ihr in meinem Social Media Universum drin. Jo. Was soll diese Folie? Naja, Strategie finde ich immer ist zwar ein schönes Wort, ist aber auch sehr inflationär benutzt, vor allem in Politik und Unternehmertum. Und Strategie ist für mich eigentlich eher ein militärisches Thema. Ich bin Kriegsdienstverweigerer, deswegen passt mir das eigentlich gar nicht so. Und ich versuche es ein bisschen zu vermeiden und spreche eigentlich lieber von einem Plan. Ein Plan ist ein bisschen neutraler. Plan ist einfach etwas, ja, was eben für mich nicht so militärisch klingt, wo man eben auch wirklich, ja, sich einfach mal hinsetzt und sich überlegt, was wollen wir eigentlich jetzt machen mit der Website in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren und das eben auch niederschreibt. Und ob man es jetzt Strategie oder Plan nennt, ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass man dieses ganze Taktikzeug herausnimmt. Wir SEOs sind immer so wahnsinnig gut darin, uns in ganz kleine Bestandteile so perfekt zu verbeißen. Und das hat sicherlich zum Teil auch seinen Grund und seine Berechtigung. Aber viel wichtiger ist es natürlich, einfach mal aus 30.000 Fuß Höhe zu gucken und dieses ganze Klein-Klein zur Seite zu legen und sich wirklich zu überlegen, was sind denn die großen Bausteine, die ich angehen muss? Und genau darum soll es heute gehen. Und ich glaube, dass es insgesamt 10 Bausteine gibt, wo ich mir Gedanken machen muss, wenn ich so eine SEO-Strategie austüfteln möchte. Und ich werde nicht auf alle diese Teile eingehen heute. Das hat vor allem einfach den Grund, dass wir nicht genug Zeit haben. Es hat aber auch den Grund, dass einige dieser Bausteine zwar strategisch einmal angeguckt werden müssen, aber die meisten sowieso in eine ganz bestimmte Richtung gehen. Zum Beispiel gibt es da den 8. Baustein, der heißt Mobile. Natürlich kann ich darüber nachdenken, ob ich eine PWA haben möchte oder ob ich AMP nutzen möchte, was auch mobile Technologien sind. Das macht aber kaum einer da draußen. Natürlich gibt es das, aber 99,9% nutzen das eben nicht. Und deswegen habe ich so ein paar Themen heute herausgesucht, die ich wirklich für relevant halte, die für die meisten relevant sind. Und die anderen Sachen finden sich dann natürlich trotzdem in unserer Checkliste. Und zwar unter blue.link/SEO-Strategie. Der Link kommt später nochmal, also muss man zur Not nicht mitschreiben. Gibt es einmal ein Dokument, was diese 10 Felder nebst Fragen beinhaltet. Und dann gibt es noch ein zweites Dokument, da ist eine beispielhafte SEO-Strategie einmal skizziert. Ist ein fiktives Unternehmen, ist aber vollkommen egal. Also das, was da drin steht, ist schon valide, ist auch, wenn so ein Unternehmen zu uns käme, hätten wir es auch ungefähr so ausgewürfelt. Natürlich muss man immer gucken, was das Unternehmen möchte. Und das ist auch mein erster wichtiger Hinweis, wenn es um SEO-Strategie geht. Muss natürlich immer gucken, was ist die Gesamtstrategie des Unternehmens. Wenn ich einen Workshop mache, dann frage ich zum Beispiel oft nach Internationalisierung. Also wo wollt ihr eigentlich mal hin? Und das hat Implikationen auf SEO. Und wenn halt ein Unternehmen sagt, du, wir werden in 500 Jahren Deutschland nicht verlassen, dann muss man sich über manche Sachen eben auch wirklich nicht mehr Gedanken machen. Ansonsten eben schon. Also immer auf die Gesamtstrategie gucken und vielleicht auch SEO nicht so wichtig nehmen. SEO ist sicherlich in meinen Augen ein wichtiger Kanal, aber nicht zwangsweise der einzige Kanal, den es gibt oder das einzige, worüber man nachdenkt. Und deswegen, ich kenne das nur so ein bisschen aus der Vergangenheit, wo die SEOs, glaube ich, bei manchen Sachen ein bisschen zu dominant waren und eben das, was sie gemacht haben, sehr, sehr wichtig genommen haben. Das ist es ja auch in gewisser Weise, aber eben trotzdem, es ist nicht alles. Das Zweite, ja, es ist Zeit für eine kleine Geschichte. Ich erzähle die eigentlich total gerne. Ist so eine typische Consultant-Geschichte.
Also es ist stockfinstere Nacht und ein Schutzmann, ein Polizist, kommt des Weges und sieht einen Mann, der im Lichte einer Laterne am Boden nach was sucht. Ja, wie gesagt, stockfinster, aber da sieht er diesen Mann und er sucht. Und er fragt ihn natürlich, ne, ist er Polizist, kann ich dir helfen, guter Mann? Und der gute Mann sagt, ja, ich habe meine Schlüssel verloren, so komme ich echt nicht nach Hause. Polizist sagt sich, ja, gut, helfe ich halt mit suchen. Sucht hier, sucht da, nichts gefunden. Nach 5 Minuten, der Schutzmann hat die Nase voll, fragt den guten Mann, wutentbrannt, sag mal, spinnst du hier? Ich finde den Schlüssel nicht, hast du den wirklich hier verloren? Da sagt der Mann, nee, verloren habe ich den da drüben. Aber hier war es viel heller zum Suchen. Typische Consultant-Geschichte, wie gesagt. Aber ich halte sie für wichtig, weil im Rahmen der SEO-Strategie kann es helfen, mal alles auf den Prüfstand zu stellen. Und je ehrlicher man zu sich da ist, je objektiver man drauf guckt, desto besser ist das Ergebnis. Gerade wenn es zum Beispiel um Content-Qualität geht, dann hilft es eben nicht, im Schein dieser Laterne zu suchen und zu sagen, hey, passt schon. Sondern dann muss man eben wirklich kritisch drauf gucken und auch mal ehrlich sein und ja, dann eben auch die Konsequenzen dessen tragen müssen, nämlich dass man vielleicht sogar feststellt, hey, 500 Seiten muss ich jetzt einfach mal neu machen. Etwas, was leider zu selten gemacht wird. Vorab Nummer 3 natürlich, die SEO-Strategie hängt immer sehr vom Unternehmen ab. Das hatten wir doch eben schon mal. Ich meine aber jetzt was anderes, nämlich auch da, wo das Unternehmen steht und was es eigentlich schon hat. Und wenn man ein Startup-Unternehmen ist, also die Website ist jetzt einen Monat alt zum Beispiel, dann fehlt einem eigentlich erstmal alles. Man braucht Backlinks und von den Suchbegriffen her wird man eher die Chance haben, für sehr spezielle Suchbegriffe gefunden zu werden und jetzt nicht so für Computer. Wenn ich aber ein Konzern bin, dann habe ich vielleicht schon 20 Jahre Historie mit meiner Website. Ich habe 1000 Links, ich brauche keine Links. Da habe ich eben auf einmal ganz andere Baustellen, zum Beispiel Internationalisierung. Das heißt, auch hier immer genau hingucken, wo stehen wir eigentlich, was haben wir schon und was fehlt uns noch. Und dann das vierte Vorab, und dann sind wir auch schon durch mit den Vorabs. Ich muss es eigentlich nicht sagen, aber SEO hat immer viel mit der Konkurrenzsituation zu tun. Und das hat natürlich gute Seiten. Ich kann mich nämlich inspirieren lassen von meinen Konkurrenten. Ich kann sehen, was haben die denn so gemacht, um erfolgreich zu sein. Natürlich leider auch negativ, weil es gibt einfach auch Situationen, wo wir als Agentur dann sagen müssen, du hast so übermächtige Konkurrenten, es gibt für dich nichts, was du tun kannst. Das stimmt eigentlich relativ selten. Man kann immer was tun, auch gegen übermächtige Konkurrenten, aber einfach ist es natürlich nicht und sonderlich lustig ist es dann natürlich auch nicht unbedingt. Und die Konsequenz ist natürlich, wenn ich Konkurrenten analysieren möchte, und das empfehle ich unbedingt für den, wie die Entwicklung einer SEO-Strategie, dann brauche ich auch Tools. Ich brauche einmal so SERP-Tools, so wie Sistrix und Search Metrics und Xovi oder SEMrush, mit denen ich gucken kann, für was rankt denn eigentlich mein Konkurrent? Welche Suchbegriffe, mit welchen Seiten wird er gefunden? Link-Datenbanken, um zu gucken, wo hat er seine Backlinks her? Da gibt es die drei großen, Majestic, Moz und Ahrefs. Und dann gibt es noch die dritte Klasse an Tools, die ich auch nutzen sollte. Das sind sogenannte Content-Performance-Datenbanken. Da kann ich herausfinden, welche Inhalte bei meinen Wettbewerbern haben eigentlich zum Beispiel zu sozialen Signalen geführt. Also was ist gut in sozialen Netzwerken gelaufen? Und ja, die sind leider immer kostenpflichtig, muss man leider ganz ehrlich sagen. Und am Ende dieser Strategiefindung brauchen wir noch ein Dokument. Das ist natürlich wichtig. Auch hier gilt, Qualität ist wichtiger als Quantität. Wir müssen nicht 100 Seiten schreiben. Theoretisch kann das auf den Bierdeckel passen. Wenn ich ein simples Unternehmen habe, na gut, es müsste schon ein relativ großer Bierdeckel sein, aber oder man müsste klein schreiben, geht ja auch. Aber trotzdem, es geht nicht darum, 200 Seiten zu schreiben. Auch auf 4 oder 5 Seiten kann man eine SEO-Strategie hervorragend hinbekommen und ausbreiten. Und natürlich, wenn man so ein Dokument mal geschrieben hat. Und wie gesagt, ein Beispiel habe ich euch in die Dropbox eingepackt, die ihr runterladen könnt. Dann muss man das auch regelmäßig auf den Prüfstand stellen. Gut, das war ein bisschen das Vorgeplänkel. Jetzt kommt noch ein bisschen Vorgeplänkel, nämlich ich möchte kurz mal darauf hinweisen, was eigentlich das große Bild ist hinter dieser ganzen SEO-Strategie. Also welche Paradigmen sollten eigentlich immer gelten? Und eins sollte immer gelten, dass wir für jeden relevanten Suchbegriff, den wir entdecken, haben wir genau eine Seite.
Und genau eine ist halt ein wichtiges Stichwort, weil das heißt ja quasi Kannibalisierung. Ich habe zum Beispiel drei Seiten und auf denen steht immer so ein bisschen was. Nee, so will ich es nicht haben, sondern ich muss wirklich strategisch herangehen. Aus drei mach eins. Also wenn ich drei Seiten habe, ich habe einen Blogbeitrag, einen FAQ und vielleicht noch einen Wiki-Beitrag zum gleichen Thema, mach da lieber ein großes Ding aus, mach eine vollständige Seite, hochwertig, schnell, also PageSpeed-mäßig, leicht erfassbar und natürlich, dass sie wirklich besser ist als der Rest. Und da wieder brauche ich diesen Ehrlichkeitsmodus. Und natürlich, was eben auch wichtig ist, ist sogenannte Kohärenz. Das heißt, wenn Google jetzt mal hingeht und die legen alle Seiten meiner Website mal nebeneinander, dann versuchen die zu bestimmen, um was geht es denn eigentlich so insgesamt auf der Website. Angenommen, ich habe einen Online-Shop für Karnevalskostüme. Dann ist Karnevalskostüme sicherlich das Thema, was über alle meine Seiten gilt. Das ist, glaube ich, relativ logisch. Aber das sollte auch zum Außen passen. Das heißt, irgendeine andere Website erwähnt mich zum Beispiel oder irgendeine andere Website verlinkt auf mich. Dann sollten das eben auch Websites sein, die zum gleichen Thema gehören. Das heißt hier, wenn der Faschingsverein, Karnevalsverein Mainz auf mich verlinkt oder was weiß ich, die Karnevalsfreunde Hamburg, was ist auch, Karneval ist nicht so ganz mein Thema, ihr merkt es hoffentlich. Es muss alles zueinander passen und ich kann nicht die eine Seite ohne die andere Seite haben. Ja, ich kann nicht tolle Inhalte haben und da draußen redet keiner über mich oder da draußen verlinkt keiner auf mich. Zur Link-Strategie kommen wir gleich natürlich noch. So, das ist das große Bild. Oder wie John Müller von Google es letztens mal so schön ausgedruckt hat, ihr könnt es alle hier lesen, dass es eben wirklich darum geht, möglichst klar zu machen, um was es eigentlich geht auf der Website. Und ja, wenn es um Karnevalskostüme geht, dann kann man das Google leicht machen, indem nämlich jeder Content dreht sich um Karnevalskostüme und alles, was im Außen stattfindet, da geht es auch um Karnevalskostüme. Und nichts anderes macht Google am Ende des Tages auch. So, fangen wir mal mit dem ersten Baustein an. Was gehört in so eine SEO-Strategie? Und der wichtigste und alles überstrahlende Baustein ist Content und Suchbegriffe. Wenn ich den nicht im Griff habe, kann ich den ganzen anderen Rest auch liegen lassen. So, das fängt immer mit einer Keyword-Analyse an. Ich muss immer erstmal gucken, was genau wird eigentlich gesucht? Was tippen meine Kunden in Suchmaschinen ein? Und das sind nicht immer nur diese Einwörter, sondern das sind typischerweise Zwei- und Drei-Wort-Kombinationen. So wie hier, ich habe einen Online-Shop für Vogelhäuser. Weiß nicht, ob das ein valides Geschäftsmodell ist, keine Ahnung, aber vorbehaltlich dessen. So, ich habe jetzt einen Online-Shop für Vogelhäuser. Dann gehe ich diese Keyword-Listen durch und schaue mal nach, was davon will ich eigentlich abdecken und vor allem mit welcher Art von Seite will ich das eigentlich abdecken. Und Vogelhaus mit Ständer, ja, angenommen, ich habe 20 Vogelhäuser mit Ständer, dann wäre es sinnvoll, dafür eine Kategorie aufzubauen. Und Vogelhaus-Bausatz, da habe ich vielleicht nur ein Produkt, alle anderen sind fertig montiert, dann wäre es sinnvoll, darauf ein konkretes Produkt zu optimieren. Und Vogelhaus selber bauen, na, das passt jetzt nicht zur Kategorie oder Produkt, dafür brauche ich einen Blogbeitrag. Und ja, das klingt nach einer fürchterlichen Arbeit. Ja, das ist fürchterliche Arbeit, aber das ist eben das, was man SEO-technisch machen muss und was in eine Strategie gehört. Also welche Seitentypen brauche ich, um auf welche Arten von Suchbegriffen abzuzielen? Und natürlich sollte ich immer gucken, ist das wirklich für mich ein wichtiger Suchbegriff? Und da geht es nicht um Suchvolumen, also wie oft wird das gesucht? Nein, vollkommen egal. Am Ende des Tages geht es darum Geld. Also zumindest in der Regel bei fast allen, die ja heute zuhören, geht es um Geld. Da geht es darum, ich will Besucher anziehen, die bei mir was ausgeben oder irgendeine andere Art von Conversion erfüllen. Und da muss ich mir die Suchbegriffe natürlich angucken. Sowas wie Traffic ist nicht relevant, Sichtbarkeitsindex nicht relevant. Es geht nur darum, wie verdiene ich eigentlich Geld? Und deswegen muss ich mir natürlich diese Keywords auch mal sehr genau angucken und dann eben auch entscheiden, lohnt sich das für mich? Wenn Vogelhaus selber bauen, wenn ich da kein überzeugendes Angebot für habe, dann muss ich darauf auch nicht abzielen. Und deswegen kurz nochmal zurück. Wir reden ja über Strategie. Strategie heißt nicht, dass ich da jetzt eine Liste von allen 1,5 Millionen Suchbegriffen reinpacke. So wird es in der Regel nicht gemacht, sondern ich werde typischerweise in Mustern arbeiten.
Also angenommen, bin Herrenausstatter mit verschiedenen Filialen und dann brauche ich natürlich einen Seitentyp lokale Filialseite. Also für jede Filiale brauche ich eine Seite und diese Seite zielt dann eben auf den Suchbegriff Herrenausstatter plus Stadt oder Herrenmode plus Stadt ab. Das würde in die Strategie gehören. Alles andere, wie jetzt der Seitentitel aussieht oder die Meta-Description, vollkommen egal, das gehört nicht in die Strategie, sondern hier habe ich erstmal nur die Anforderung, was brauche ich eigentlich an Seitentypen? Und da kann man sich natürlich inspirieren lassen. Ich habe ja gesagt, man braucht Tools. Und diese ganzen SERP-Tools wie Systrix sind natürlich hervorragend, um mal zu gucken, was hat denn die Konkurrenz so an Suchbegriffen oder an Seitentypen. Und ich finde, was immer ein schönes Beispiel ist, ist das, was Bräuninger macht. Bräuninger hat nämlich, wenn man sich mal die Sichtbarkeit anguckt, ungefähr die Hälfte der Sichtbarkeit des Shops liegt nur in den Markenrubriken. Also Damen und Herren, sieht man hier auch, ist gar nicht so wichtig. Sondern über die Markenrubriken wird eigentlich der wichtigste oder der größte Teil der Sichtbarkeit gezogen. Wenn man sich dann mal ein bisschen reinwühlt, und auch das kann man mit Systrix machen, oder man guckt sich einfach mal die Website an, um mal zu gucken, wie funktioniert das denn? Was haben die denn anders gemacht als ein normaler Shop? Weil ein normaler Shop sieht nicht so aus. Naja, was die gemacht haben, ist, die haben es einfach perfekt durchdekliniert. Die haben wirklich für jede Marke haben sie eine Seite angelegt. Das hat fast jeder Shop. Und dann sind sie eben weitergegangen, das zu machen, was kaum ein Shop macht, nämlich für Marke plus Geschlecht plus Oberkategorie plus Unterkategorie. Man sieht das so ein bisschen an der URL-Struktur, um was es dabei eigentlich geht. Haben die jeweils Kategorien aufgebaut. Das heißt, für viele Marken haben die 100 Seiten oder so. Und das ist einfach nur schlau, das ist einfach nur sehr geschickt. Und davon kann ich mich eben inspirieren lassen und kann dann sagen, okay, sowas kopiere ich auch. Das ist gut. Und deswegen ist es eben wichtig, sich seine Suchbegriffe anzugucken, dann zu schauen, welche Seiten brauche ich eigentlich und aus den Seiten natürlich irgendeine Art von in der Regel top-down organisierter Struktur herzuleiten. Ich brauche zum Beispiel eine Markenstruktur, ich brauche Damen, Herren, Kinder, und darunter liegt dann das und das. Wie gesagt, nicht so wahnsinnig detailliert, aber eben doch sinnvoll. Wenn es um Content geht, unterscheide ich immer zwischen zwei Arten von Content. Das eine ist das, was ich primäre Inhalte nenne. Das ist einfach das, was mein originäres Geschäft ist, also meine Produkte, meine Leistungen, sowas, je nachdem, was ich so mache. Und dann gibt es noch die sekundären Inhalte. Das ist das, was man typischerweise so im Blog, Magazin, Ratgeber hat, also wirklich ja, redaktionelle Inhalte. Und ja, die primären Inhalte muss man leider sagen, wenn man jetzt nicht gerade ein Shop ist. Also erstmal, wichtig ist natürlich, ich brauche für jeden relevanten Suchbegriff eine Zielseite. Das ist schon etwas, was viele Websites nicht machen. Und dann ist es eben leider so, dass das häufig statische Inhalte sind. Also gerade wenn ich so im Heilberufebereich unterwegs bin, Ärzte, Naturheilpraktiker, zum Teil haben die Website seit Jahren nicht mehr angefasst. Haben auch zum Teil gar keinen Login mehr zum Content-Management-System. Passiert natürlich. Also darüber muss ich nachdenken. Und das Zweite sind eben dann meine sekundären Inhalte, also Blog, Magazin, Ratgeber, so typischerweise Wiki, FAQ. Was will ich da machen? Und da stehe ich immer an einer Frage, die man eigentlich erstmal so auf den ersten Blick ganz einfach und klar beantwortet. Was will ich eigentlich machen? Will ich News-Inhalte haben oder will ich eher Evergreen-Inhalte haben? Und man sieht schon, wenn man sich das Chart anguckt, da könnte man jetzt einen Grundschüler heranziehen und sagen, was ist jetzt besser? Und natürlich sieht es auf den ersten Blick so aus, als wäre Evergreen besser. Und das ist auch oft eine ganz gute Antwort darauf. Aber das muss nicht in jeder Branche so sein, weil mit einer News kann ich zum Beispiel, wenn sie gut gemacht ist, auch viele Backlinks generieren. Und Evergreen-Content bringt mir zwar laufend mehr Inhalte, mehr Besucher, aber ich muss ihn halt auch aktuell halten. Bei einer News muss ich das nicht machen. Also auch da muss ich natürlich immer abwägen, wobei nochmal, ich habe es glaube ich schon gesagt, typischerweise bin ich eher für den Evergreen-Modus, einfach weil man einmalig Content erstellen kann, man muss ihn aktuell halten, wie gesagt. Und dann kann ich eigentlich über die Jahre davon profitieren. Und leider ist es trotzdem so, gerade wenn ich mir so ein paar Shop-Blogs angucke, die einfach immer eher News generieren und dann auch noch zu Themen, die gar nicht gesucht werden. Da muss man dann eben sagen, das bringt mir für SEO wirklich überhaupt nichts. Null. So.
Was muss ich mir in Bezug auf Content noch überlegen? Ja, ich muss mir überlegen, wie werde ich eigentlich dargestellt in Suchergebnissen? Und viele von Ihnen wissen, das geht primär über Seitentitel und Meta-Description. Weil das ist der erste Touchpoint, wie man neudeutsch so sagt, mit dem Kunden. Das ist das, was er im Suchergebnis liest. Und darauf habe ich Einfluss. Und meine Empfehlung, auch das im Rahmen der Strategie, dass man sich einmalig ein Vokabular aufbaut. Also was schreibe ich da eigentlich rein? Da gibt es ja so ein paar Sachen hier, Marktführer für, zertifiziert nach, mehr als 100.000 Produkte. Was auch immer euer Geschäftsmodell ist, dass ihr einmal überlegt, was ist eigentlich für eure Kunden wichtig. Und leider sehe ich das oft so, dass so gerade Meta-Descriptions werden einfach oft aufgefüllt. Man schreibt was rein, aber man hat strategisch einfach nie darüber nachgedacht. Wofür möchte ich denn eigentlich stehen? Also was ist für meinen Kunden wichtig? Und dass eben am Ende nicht sowas hier rauskommt. Ne? Das ist sicherlich von der Textlänge her, passt das ungefähr. Ne? Wir sind ein tolles Unternehmen und lösen gerne die Probleme unserer Kunden. Wie oft habe ich diesen Quatsch gelesen bei Mittelständlern, dass man eben so, ja, wir sind cool und wir lösen Probleme. Ja, klar löst ihr Probleme, aber das ist für mich nicht wichtig. Vor allem ist es für mich kein Unterscheidungsmerkmal zwischen zwei verschiedenen Unternehmen. Und dann muss man natürlich, ich habe es eben schon gesagt, ne, das war die Geschichte mit der Straßenlaterne, muss man eben auch über Qualitäten der Inhalte nachdenken. Das ist wirklich ein Thema, was extrem wichtig geworden ist in den letzten Jahren und was noch wichtiger werden wird. Das heißt, es gibt einfach Bereiche, da brauche ich hochqualitative Inhalte. Und deswegen sollte in so einer Strategie nicht sowas stehen wie, wir schreiben einmal in der Woche einen Blogbeitrag, der 250 Wörter lang ist. Weil es einfach unsinnig ist. Es ist einfach falsch, weil es gibt einfach Themen, die kann ich mit 250 Wörtern gut abdecken. Es gibt Themen, die brauchen nur 50 Wörter und es gibt Themen, die brauchen 5000 Wörter. Und deswegen kann ich zum Beispiel solche Vorgaben zu machen, macht überhaupt keinen Sinn. Was würde ich eher empfehlen? Ich würde mal empfehlen, dass man nochmal hingeht und sich wirklich zum Beispiel die Panda-Fragen von Google anguckt. Die wurden 2019 nochmal aktualisiert. Die kommen ja eigentlich so aus der Jahrzehntwende ungefähr, sind also auch schon gut 10 Jahre alt. Und Google hat die nochmal auf den neuesten Stand gebracht und hat diese Fragen, die man sich stellen soll, zu einem guten Content eben nochmal auf den neuesten Stand gebracht und überarbeitet. Das sind gar nicht viele Fragen. Also das ist ziemlich genau das, was man hier jetzt im Screenshot vielleicht relativ schlecht lesen kann, aber unter der URL geht es natürlich. Und deswegen ist es eben wichtig, dann auch klare Vorgaben pro Seitentyp zu machen. Also wie soll unser Content eigentlich aussehen? Und nicht eben 250 Wörter, sondern zum Beispiel, wir haben 3 Zwischenüberschriften oder wir nutzen zum Beispiel immer Bullet Points, Zwischenüberschriften. Und natürlich kommen da auch Prozessthemen heraus. Weil auch das fordert Google InSign, oder was heißt fordert, aber sie sprechen das Ganze an. Da gibt es diese Frage, sind auch keine Rechtschreib- oder Stilfehler enthalten? Und wie oft sehe ich auf einer Website eben Rechtschreibfehler? Und deswegen ist es eben schon wichtig, dass zum Beispiel alle Inhalte durch ein Lektorat gehen. Das kostet gar nicht so wahnsinnig viel, kann aber eben daraus folgern, wenn man sich mal mit diesen Fragen in der Tiefe beschäftigt. Und dann geht es natürlich noch weiter, das werden wir jetzt nicht so ganz machen, aber ich kann noch viel mehr zum Thema Content fordern. Zum Beispiel Featured Snippets, will ich die haben? Und wenn ja, wie erreiche ich die eigentlich? Da muss ich klare Vorgaben machen. Dass zum Beispiel eine H2-Überschrift ist mit einer Frage und darunter kommt dann die Antwort in ungefähr 50 Wörtern. Und ja, das kann man alles machen. Das ist auch mehr als sinnvoll. Das heißt, das kann man noch viel, viel präziser steuern. Und auch das sollte in eine Strategie reingehören. Das war, wie gesagt, das wichtigste Thema. Es gibt ein anderes, was gerne vernachlässigt wird. Und das ist Brand und Konzept. Brand wird häufig so mit Coca-Cola, Apple, Microsoft, Google und so gleichgesetzt. Jeder hat da, glaube ich, seine Love-Brands. Das heißt, das sind Unternehmen, die Milliarden in Werbung ausgeben und das ist dann eine Brand. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Eine Brand ist jedes Unternehmen, wenn sie es denn werden wollen. Und deswegen gibt es von mir ein schönes Buch, das heißt Why Me? Da besteht auch hinter mir im Bücherregal, gibt es aber auch beim großen amerikanischen Universalversender sehr schnell und effizient zu kaufen. Also einfach mal nach Why Me suchen. Es geht um ganz klassische Fragen, nämlich warum
bin ich eigentlich relevant für einen anderen Kunden? Wie differenziere ich mich von anderen Wettbewerbern? Gerade Differenzierungsfähigkeit ist wichtig, weil nochmal, in den Suchergebnissen sind 10 Suchergebnisse. Und ich muss sagen, warum ich der Beste bin für diesen Job. Wofür stehe ich? Welche Themen und Nischen besetze ich? Das sind so ganz typische Fragen, die ich auch beantworten muss. Und es gab ein schönes Statement, auch hier wieder von John Müller. Ist noch gar nicht so alt, ist aus diesem Jahr auf jeden Fall. Du kannst eine tolle Website haben, du kannst die schnell haben und Core Web Vitals und den ganzen Quatsch kannst du alles erfüllen und das neueste Content Management System. Aber wenn du VHS-Kassetten verkaufst, wird das Ganze einfach nicht funktionieren. Und das eben nochmal der ganz klare Hinweis: Das Konzept der Website, das Konzept des Unternehmens, das Produkt und die Leistungen müssen natürlich auch stimmen. Oder wie die Amerikaner sagen, es gibt diesen schönen Ausdruck, to put lipstick on a pig. SEO ist etwas, was dazu geeignet ist, schöne Unternehmen, schöne Produkte auch nach oben zu spülen. Es gibt viele Bereiche, klassische Fernsehwerbung, da musst du kein gutes Produkt haben, sondern du kannst auch dann Werbung schalten. Bei SEO ist es eher anders, sondern wirklich gute Unternehmen profitieren davon, weil sie eben Signale generieren können, die schlechte Unternehmen nicht generieren können. Und das sind ja eigentlich alles so klassische Themen, ne? Positionierung, Abgrenzung zur Konkurrenz, Nutzenkommunikation, Produktgestaltung, Preislage, alles so, wer mal in einer BWL-Vorlesung saß, Thema Marketing, wird das alles mal mitbekommen haben. Das sind alles Themen, über die ich halt auch nochmal wirklich kritisch nachdenken muss. Denn nochmal, bei SEO kann man relativ schlecht Lippenstift auf ein Schwein auftragen. Im Deutschen funktioniert das irgendwie nicht so gut, dieses Sprichwort. Oder natürlich einfach die drei klassischen, oder ne, vier sind sogar. Warum sollte jemand auf dein Suchergebnis klicken? Warum sollte jemand später auch bei dir kaufen? Warum sollte jemand auf dich verlinken und warum sollte dich jemand erwähnen? Das sind so die ganz klassischen Fragen. Und gerade zum Beispiel viele Online-Shops, die haben einfach nur Produkte. Da gibt es keinen Grund. Oder viele Mittelständler, die verkaufen irgendwie einen Stahlträger, irgendwas. Warum sollte jemand bei dir kaufen? Und damit kommen wir auch schon zum Thema Linkaufbau. Ich glaube, diese Frage geistert immer durch die SEO-Community, dass gefragt wird, ja, Linkaufbau, das war ja mal ein großes Thema. Ist es das immer noch? Muss ich sagen, ja, es ist immer noch ein Thema. Es ist nicht das Thema, was alles totschlägt. Es ist auch kein Thema, wo man noch gut betrügen kann, so wie es früher eigentlich gut funktioniert hat. Aber das Thema ist immer noch wichtig. Wenn ich 5 Backlinks habe und meine Konkurrenten haben 500, dann stehe ich hinten an. Das ist einfach so. Da komme ich auch, kann ich auch nicht viel gegen machen. Und ich finde, beim Thema Linkaufbau gibt es verschiedene Modellierungsansätze. Der, den ich eigentlich mag, sind die drei Säulen. Das heißt, einmal habe ich einen sogenannten reaktiven Linkaufbau. Ich zeige gleich für alles noch ein Beispiel auf den nächsten drei Folien. Ich warte einfach darauf, dass Potenziale auftauchen. Dann gibt es den proaktiven, ich suche gezielt nach Potenzialen. Und dann gibt es noch den strukturierten Linkaufbau, wo ich irgendwo eine Liste abarbeiten kann. Das verlangt Beispiele, die ich, wie gesagt, auf den nächsten Folien habe. Also angenommen, du hast einen Online-Shop für vegane Ernährung. Dann kannst du genau dir zum Beispiel einen Google Alert einrichten. Der sieht dann so aus, vegane Ernährung. Und du willst über alle Blogs benachrichtigt werden und nur die relevantesten Ergebnisse. Hier habe ich jetzt meine E-Mail-Adresse. Ihr könnt natürlich besser eure dort eintragen. Macht viel mehr Sinn. So, wenn ihr das getan habt und ihr wärt am 28. Mai da gewesen, dann hättet ihr diese E-Mail bekommen, die mich darauf hinweist, dass Carmen eben einen Beitrag darüber geschrieben hat, über vegane Ernährung mit Kindern. Reaktiver Linkaufbau. Wie gesagt, ich warte darauf, dass was passiert. Und dann. Ich rufe Carmen an, ich schreibe ihr eine E-Mail, guck mal, ob wir nicht zusammenkommen. Denn ich habe einen Shop für vegane Produkte und sie hat einen Blog. Mal gucken, ob wir was zusammen auf die Beine stellen können, wo in der Folge ein Link daraus resultiert. Das muss übrigens nicht immer ein Link sein. Das kann natürlich auch eine Erwähnung sein, das kann auch Social Media sein, was auch immer. Proaktiv heißt eben zum Beispiel typischerweise über ganz bestimmte Suchanfragen suche ich jetzt gezielte Websites, die zu mir passen. Hier eine normale Suchanfrage. Es gibt auch bestimmte Operatoren, mit denen ich arbeiten kann. Möchte ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Und das dritte ist eben strukturierter Linkaufbau. Beispiel, die Firma Stihl, vielen hoffentlich bekannt, stellen halt so, ja, feinste Produkte her für Leute, die überwiegend draußen aktiv sind. Kettensägen zum Beispiel, total schöne Geräte.
Und ja, wenn ich mir jetzt die Backlinks von Stiehl angucke, dann werde ich feststellen, dass viele Unternehmen, die auf deren Kundenliste stehen, wie Landtechnikfirmen, dass die darauf verlinken. Aber wenn Stiehl jetzt mal seine Kundenliste durchgeht, werden sie feststellen, dass nicht alle ihrer Kunden eben auch schon einen Link gesetzt haben. Und dann kann ich eben hingehen und das Ganze strukturiert abarbeiten. Das heißt, ich gucke mir an, was haben wir denn so an Kunden und wer von denen verlinkt noch nicht. Das ist eine schöne Sache, bringt, also solche, also wir haben ein ähnliches Projekt gemacht und nicht für Stiehl, deswegen habe ich die jetzt als Beispiel herausgesucht. Macht richtig Spaß, bringt was. So. Jetzt ist ja die Frage, es gibt diese drei Säulen. Wie komme ich dahin, wie ich die nutzen kann? Und das Beste ist natürlich, sich einfach mal Backlinks anzugucken. Einmal der eigenen Website, also was habe ich schon an Backlinks? Dann gucke ich mir natürlich direkte Wettbewerber an. Und dann schaue ich mir natürlich noch andere Websites aus der Branche an. Zum Beispiel gerade so Fachmedien, das ist immer relativ spannend. Verbände sind ganz cool. Wer verlinkt auf die? Warum verlinken die auf die? Und da eben versuchen, irgendwelche Muster zu finden. Ja, zum Beispiel vegane Blogger verlinken auf veganen Shop. Das ist ein Muster und daraus kann ich was ableiten, nämlich ich brauche mehr vegane Blogger. Ist natürlich manchmal schwierig, weil einige dieser Links sind mit finanzieller Zuwendung entstanden. Da hilft es natürlich ein bisschen Erfahrung zu haben oder man kontaktiert einfach und erfährt dann, dass eine finanzielle Zuwendung nötig ist. Kann man sich ja mal überlegen, ob man das bezahlen möchte. Linkkauf ist natürlich laut Google nicht erlaubt, passiert aber trotzdem tausendfach jeden Tag da draußen. Und natürlich, was auch noch wichtig ist, ich habe es am Anfang gesagt, dafür braucht man wirklich Tools. Also gerade die drei großen Link-Datenbanken sind dafür genau richtig. Und dann brauchen wir noch eine Content-Marketing-Strategie. Das grenzt so ein bisschen erstmal an den Linkaufbau an, denn nochmal, die besten Backlinks entstehen eigentlich dadurch, dass ich auch gute Inhalte habe. Und das muss nicht immer produktzentriert sein, sondern das kann auch durchaus was ganz anderes sein. Faktisch wird es allerdings nie so passieren, dass jemand auf mich verlinkt, weil ich gute Inhalte habe, sondern ich muss immer irgendwie nachhelfen. Das nennt man Seeding oder PR. Ich habe also zum Beispiel eine Studie gemacht und ja, die habe ich dann verteilt über meinen PR-Verteiler und dadurch sind eben, weil ich starke Inhalte habe, auch starke Links entstanden. Und gerade wenn man am Anfang steht und jetzt nicht jeden Tag SEO macht, so wie ich, dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, was an Inhalten brauche ich denn, damit Links entstehen können? Das beantworte ich gleich auf der nächsten Folie. Aber ich möchte natürlich sagen, es geht nicht nur um Links, es geht auch um ganz andere Sachen. Ne? Content kann ja viele andere Zwecke haben. Ich kann Rankings damit generieren, ich kann soziale Signale generieren. Und alles das muss ich mir im Rahmen meiner Content-Marketing-Strategie eben anschauen. Und da muss man das Rad gar nicht neu erfinden. Ich habe ja gesagt, es gibt Tools, so wie hier der Ahrefs, so wie hier, genau, der Ahrefs Content Explorer. Geniales Tool, da kann ich halt ein Thema eingeben und dann liefert es mir direkt Seiten mit bestimmten Metriken, nach denen ich filtern kann. Also wenn ich zum Beispiel hier wissen möchte, welche Inhalte haben eigentlich wie viele Links erzeugt, dann kann ich danach filtern. Und genau das habe ich hier mal gemacht. Und sehe zum Beispiel, was bringt viele Links? Na, Studien sind offensichtlich ganz gut. Und vielleicht, was man hier auch sieht, zum Beispiel das Thema in der Mitte, was natürlich immer gut funktioniert, sind so Sachen, die uns spalten. Also Mann gegen Frau, Ost gegen West, Land gegen Stadt, ne, solche Sachen. Wenn man da irgendwas herausfinden kann, ist es eigentlich immer Gold wert oder auch alles, was eben Geld angeht, ist auch oft ein spannendes Thema. So hier, was kostet ein Studium 2021 im Monat? Ist natürlich auch eine schöne Sache. Oder es gibt auch hier andere Link-Datenbanken, die man benutzen kann, wie hier Majestic. Da habe ich mal greenpeace.de reingesteckt. Ist jetzt kein Konkurrent von einem Kunden, aber ist eben ein Portal und auch da kann man herausfinden, welche Themen haben eigentlich offensichtlich resoniert. Wenn man hier mal guckt, die 8 bestverlinkte Seite auf Greenpeace mit, müsst ihr mal gucken, da gibt es eine Spalte Referring Domains, 120 Domains haben auf diesen Inhalt verlinkt, laut dieser Linkdatenbank. Da geht es eben darum, dass Amazon Neuware zerstört. Und ja, das ist offensichtlich ein Thema, was resoniert. Und dann kann ich daraus lernen und kann die Mechanik mir angucken und schauen, okay, ja, sowas möchte ich auch haben, das ist cool. Entweder das Thema oder dass ich eben verstehe, was ist so vielleicht auch das Metathema nochmal darüber. Nachhaltigkeit zum Beispiel.
So, also, zuerst mal brauchen wir natürlich Ziele, das heißt, wir müssen uns irgendwie überlegen, was soll unser Content leisten, Links, Rankings, soziale Signale, was auch immer. Und dann kann ich mir daraus einen Plan machen. Und auch da habe ich eine Idee für mitgebracht, wie man es machen könnte, so rein von der Darstellung her. Eine Tabelle, Matrix, wo ich zwei Ebenen habe, nämlich einmal auf der Y-Achse vielleicht, also von oben nach unten. Was sind eigentlich die zentralen Probleme innerhalb der Branche? Und hier ist jetzt ein fiktives Beispiel zum Thema Hotel. Und für Hotelbetreiber sind es eben die Thema Gründung, Personalmangel, Verdrängung durch Plattformmarketing und Vertrieb. Das sind so die großen Themen. Die fallen jetzt ein bisschen vom Himmel, aber muss man auch nicht lange drüber nachdenken, dass die offensichtlich schon ganz richtig sind. Corona habe ich jetzt mal übrigens als Thema ein bisschen rausgerechnet, weil ich natürlich hoffe, dass wir irgendwann nochmal in den Normalbetrieb übergehen. Und auf der X-Achse überlege ich mir dann, was habe ich eigentlich so an Outlets? Also welche Formate oder Maßnahmen kann ich dann eigentlich zu diesen Problemen machen? Zum Beispiel Blogbeitrag schreiben, um Rankings zu generieren. Zum Beispiel Ratgeber schreiben, um sie dann eben gezielt über Content Seeding zu verbreiten und darüber Links zu erzeugen. Und so weiter und so fort. Gehe ich jetzt nicht alles durch. Vor allem das hier gehe ich nicht durch. Das haben wir halt für diesen fiktiven Kunden mal mit Leben gefüllt. Zum Beispiel habe ich da an der Schnittmenge von Personalmangel und PR. Wir könnten ja einen Award verleihen, die Personalstrategie des Jahres, um eben Personalmangel zu begegnen. Oder ich mache an einem Schnittpunkt von Vertrieb und PR mache ich eine jährliche Umfrage unter den ganzen Hotels. Ja, was sind die größten Herausforderungen für euch? Und natürlich würde man dann merken, dass sich diese Herausforderungen vielleicht ein bisschen verschieben über die Jahre. Auch das wäre ja wieder eine schöne Meldung wert. So. Nächsten Baustein, den ich mir auch angucken muss, sind natürlich die sogenannten Verticals. Das heißt, auch das haben wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Es gibt nicht nur Google, sondern es gibt eben so Spezialsuchen, so Untersuchen von Google. Und Shopping Maps, Bilder News, ich glaube, das kennt ungefähr jeder. Dann gibt es noch ein paar mehr, die nicht unbedingt für alle relevant sind, so wie Flüge und Finanzen. Und es gibt noch so ein paar mehr Google Jobs, Google Eventsuche, Google Discover, die eigentlich keine echten Verticals sind, aber die trotzdem wieder innerhalb von diesem Google-Kosmos eben auch wieder relevantes Potenzial bieten. Und da ist jetzt die Frage, was ist davon für mich, für mein Unternehmen relevant? Das heißt, die Flügesuche ist für mich nicht relevant, wenn ich jetzt keine Flüge anbiete. Das heißt, für die meisten ist das natürlich nicht so spannend, hängt also immer von der jeweiligen Branche ab. Aber es gibt natürlich so ein paar Sachen, die sind eigentlich immer relevant. Nämlich zum einen Local, ist immer ein spannendes Thema. Und Google Jobs eigentlich auch für fast jedes Unternehmen, das Jobs sucht und was immer noch viel, viel, viel zu wenig gesucht wird, genutzt wird. Oder für viele ist auch die Bildersuche interessant, weil es so ein, ich zeige gleich auf der übernächsten Folie nochmal so ein Bild, um zu verdeutlichen, wie wichtig die Bildersuche geworden ist. Und da kann man gerne mal in der Search Console nachgucken und mal schauen, wie viel Traffic kriege ich eigentlich schon über die Bildersuche, um dann zu sagen, ah, das ist ja stark, da muss ich mehr von machen. Und zum Beispiel hier, ich kenne das Unternehmen nicht, der Friese aus Münsterland. Wenn ich den suche, dann sehe ich zum Beispiel erstmal sein lokales Profil. Also das, was ich rechts sehe, kommt quasi aus Google Local heraus. Und da sehe ich schon, der Friese hat zwar einen Eintrag in Google Local, der hat das aber noch gar nicht übernommen. Das gehört ihm noch gar nicht. Und das ist natürlich absolut fatal. Oder wenn ich sowas hier sehe, Teppich mit Fransen, angenommen, ich habe jetzt einen Online-Shop für Teppiche. Was drückt denn Amazon mal so richtig nach unten? Ja, die ganzen Bilder, also die Bildersuche. Und das, weil Teppich halt ein visuelles Thema ist. Und deswegen muss ich natürlich, wenn ich ein Online-Shop bin für Teppiche, muss ich da mitspielen. Ich muss eine Strategie haben, wie ich meine Produkte so benenne und so optimiere und die Produktbilder so optimiere, dass sie eben möglichst optimal dort abgebildet werden. Und deswegen ist es natürlich auch immer wichtig, sich die ganzen Suchergebnisse anzugucken. Und dann gibt es natürlich noch einen Baustein Technik. Ich hatte erst überlegt, den rauszulassen und das wäre eigentlich auch fair gewesen, weil grundsätzlich muss man sagen, Content schlägt Technik. Ist wirklich so. Das hat drei verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, Google hat sich weiterentwickelt. Ich hatte gestern noch einen Fall, da war das Markup auf der Website eigentlich falsch.
aber Google hat es trotzdem korrekt interpretiert. Oder was eben auch so ist, ich weiß nicht, wer das noch kennt von euch, aber früher gab es Website-Technologien, die dafür gesorgt haben, dass Inhalte gar nicht oder schlecht indexierbar waren. Zum Beispiel Frames und Flash. Das ist alles weg. Gibt es nicht mehr. Und natürlich auch die Content-Management- und Shop-Systeme haben sich auch weiterentwickelt. Das heißt, wenn man heute was von der Stange nimmt, wie ein Shopware, wie ein Shopify, wie ein Typo 3, dann hat man nicht mehr, oder dann muss man sich manchmal schon anstrengen, um daraus etwas zu machen, was Google nicht verarbeiten kann. Und wir dürfen ja auch nicht ganz vergessen, wir reden über Strategie. Das heißt, wir müssen jetzt nicht irgendwie definieren, klein-klein wieder, ich will hier ein Canonical Tag haben und da das haben, sondern man kann eher große Ziele fordern. Trotzdem glaube ich, dass drei oder Technikthemen wichtig sind. Und das eine, die Kollegen von Sistrix haben das so schön nachgemessen, das Thema Page Speed, also wie schnell ist meine Website? Und Sistrix hatte natürlich die Daten, um das Ganze nachzumessen. Andere Toolhersteller sind zu etwas anderen Ergebnissen gekommen, aber gehen wir mal davon aus, dass das Ganze stimmt. Und Sistrix hat gesagt, eine ganz langsame Website versus eine ganz schnelle Website rankt 3,7% schlechter oder hat 3,7% weniger Sichtbarkeit. So, also Thema Page Speed kann man jetzt sagen, ey, 3,7% interessieren mich eigentlich nicht. Ja, kann ich sagen, darf ich in einer Strategie auch so beantworten, überhaupt keine Frage. Aber zum einen, der Faktor kann noch wichtiger werden, durchaus. Im Moment gilt es nur für mobil, könnte aber zukünftig auch für Desktop gelten. Und natürlich Grund Nummer drei, eine schnelle Website ist auch für den Nutzer was Relevantes. Und deswegen würde ich es natürlich ernst nehmen, ich würde es aber nicht zu ernst nehmen. Das zweite Technikthema, was relevant sein kann, ist hreflang. Ist auch so ein technisches Thema für einige internationale Websites spannend. Und vor allem, wenn ich halt für eine Sprache verschiedene Websites habe. Also ich habe website.de und website.at und da kann Google sich nicht so richtig unterscheiden. Wenn ich es anders habe, ich habe eine Website in deutscher Sprache und eine Website in italienischer Sprache, dann brauche ich in der Regel kein hreflang, kann Google so prima auseinanderhalten. Und ja, sowas kann Implikationen auf die Datenstruktur haben, nämlich weiß eine Seite in der Datenbank überhaupt, was in anderen Sprachen ihr Pendant ist? Und es ist nicht unbedingt immer ganz klar mit Ja zu beantworten. Drittes Technikthema ist natürlich Markup, finde ich super spannend. Ist nicht nur ein technisches Thema, ist auch ein redaktionelles Thema, ist auch ein strategisches Thema. Markup hat viele Vorteile, vor allem, dass ich einfach eine schönere Darstellung in Suchergebnissen kriegen kann. Und Markup brauche ich, um in einige Verticals reinzurutschen. Und deswegen Markup auf jeden Fall mit beschäftigen, strategisch angehen das ganze Thema. Und da gibt es ein schönes Buffet von Google, das haben sie uns aufgestellt. Das ist die Search Gallery. Da steht quasi, stehen alle Markups drin, die Google im Moment unterstützt. Das wird sich nicht sonderlich verändern. Da kommen manchmal so ein bisschen Kleinkram-Änderungen dazu, aber nichts Gewaltiges. Das muss man eben auch im Rahmen der SEO-Strategie einmal durcharbeiten und eben sagen, okay, folgende Markups wollen wir nutzen, aus folgenden Gründen. Und wie machen wir das eigentlich? Weil, wie gesagt, manchmal ist das nicht nur ein technisches Thema, sondern auch zum Beispiel ein redaktionelles Thema. Und wie gesagt, es gibt insgesamt 10 Themenbereiche, die man sich angucken kann. Mobile Reporting ist natürlich auch noch ein Thema, eigentlich nicht für die Optimierung, sondern dafür, dass es dann eben auch im Unternehmen verstanden wird, was man da eigentlich macht. User Signals und so weiter und so fort. Dazu kam ich heute nicht mehr, weil dann müsste ich das Mittagessen noch verschieben. Heute möchte ich ungern machen. Alle 10 Themenbereiche und ein fiktives Beispiel, was eben auf der nächsten Folie auch kommt, findet ihr unter blue.link/SEO-Strategie. So, wie gesagt, fiktives Beispiel, das handle ich jetzt einmal durch. Also, ist wieder mein fiktives Beratungsunternehmen für Hotels. Und was würde ich da eigentlich alles reinschreiben in die Strategie? Nochmal, ich könnte jetzt den letzten kleinen Scheiß reinschreiben, dass, oder kleinen Kram, Entschuldigung, dass irgendwo ein Canonical Tag sein muss oder so. Das gehört nicht in eine Strategie. Sondern was gehört rein? Erstmal, was brauche ich an primären Inhalten? Also, welche Seitentypen brauche ich für welche Suchbegriffe? Zum Beispiel, ich habe Leistungsseiten für jede relevante Leistung. Ich mache Referenzseiten, die ich aber auch auf relevante Suchbegriffe abziele, was eigentlich kaum jemand so macht. Und dann habe ich natürlich noch einen Blog, um auf sekundäre Inhalte abzielen zu können. So,
Ein anderer Aspekt, den man reinschreiben würde, zum Beispiel Internationalisierung. Der Kunde hat explizit gesagt, wie gesagt, fiktiv, ne, aber er möchte in Zukunft gerne nach Frankreich und Italien expandieren und will dafür eben auch französische und italienische Inhalte auf der Website unterbringen. Dann würde ich ihm jetzt sagen, dann ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, um auf eine .com-Domain zu wechseln und schon mal eine Ordnerstruktur aufzubauen für Sprachen. Also /.de für die deutschsprachigen. Und dann sorge ich eben dafür gleich in der Datenbankstruktur, dass ich eben auch synchronisierte Bäume habe. Das heißt, jede Seite weiß später, wie diese konkrete Seite in der anderen Sprache heißt. Sekundäre Inhalte, das haben wir uns eben schon angeguckt. Quasi alles, was ich in meinen Blog reinstecke und bisschen vermischt mit der Content-Marketing-Strategie. Was schreibe ich alles so, für welche Zwecke? Auch das ein spannendes Thema, was selten gezielt überlegt wird. Also bei Blog, da findet man manchmal noch so eine Redaktionsplan. Danach wird es dann aber oft auch schon sehr, sehr dünn. Was haben wir noch? Thema Linkaufbau. Natürlich, primär wollen wir über die Links, über den Content aufbauen, den wir eben gesehen haben, den wir halt über die Content-Marketing-Strategie entwickelt haben, wie unsere Ratgeber, die wir erstellen werden, oder unsere Studien. Aber natürlich haben wir uns noch drei weitere Maßnahmen überlegt, nämlich, wenn wir ein Hotel beraten haben, dann können wir da wegen einer Verlinkung anfragen. Wenn ich an einer Fachmesse teilnehme oder andere Veranstaltungen, dann achte ich da auch darauf, dass ich eine Verlinkung kriege. Das muss irgendjemand im Unternehmen wissen, der diese Fachmessen organisiert für mich. Und alles, was ich so an Partnern habe, zum Beispiel Universitäten und so, auch da muss ich immer drauf gucken, weil das macht die HR-Abteilung, die muss das wissen, dass da jeweils eine Verlinkung besorgt wird von der jeweiligen Universität. Und dann natürlich noch das Thema Verticals. Was will ich eigentlich alles angehen? Ich will Google Jobs bedienen, ganz wichtig für mich. Deswegen mache ich HTML-Seiten für meine Stellenangebote. Auch das kein Standard. Job-Posting-Markup brauche ich natürlich. Google Maps ist für mich nicht relevant in Bezug auf Traffic, aber sicherlich in Bezug auf Bewerber zum Beispiel, die zu mir kommen oder Neukunden, die zu mir kommen und natürlich lesen will, was ich für ein tolles Unternehmen habe. Und natürlich die Bildersuche, das heißt vor allem bei meinen Bloginhalten sorge ich dafür, dass ich meine Bilder korrekt optimiert habe. Und damit meine ich jetzt nicht Stock-Images, sondern wenn ich eine Umfrage habe und ich habe einen schönen Chart, der nach oben geht, dass ich dann darunter schreibe die Entwicklung des Hotelmarkts in Bulgarien. Mehr ist es gar nicht, man muss das eben nur einmal strategisch festhalten. Letzte Folie von mir, bevor wir in die Fragesession gehen. Stimmt nicht ganz, zwei kommen noch dazwischen, aber mit dem Vortrag sind wir dann erstmal durch. Erstmal, Strategie hat nichts mit Taktik zu tun. Strategie guckt immer aus 30.000 Fuß Höhe. Was sind die großen Ziele, die ich habe? Wir haben das zum Beispiel bei diesem Content-Marketing-Plan gesehen. Was sind die Probleme meiner Branche und was will ich dazu machen? Mit welchem Ziel? Darüber muss ich nachdenken. Ein häufiges Mantra, wie ich finde, ist wirklich dieses Figure out what's working and do more of it. Also guck dir an, zum Beispiel in der Google Search Console, was hat eigentlich funktioniert? Oder guck dir über diese Content Performance Datenbanken an, welche Inhalte haben in meiner Branche gut funktioniert? Und dann mach mehr davon. Gib Gas. Deswegen ist es immer wichtig, viel Energie in die Analyse zu stecken. Das würde ich nicht hinschmieren, das kann auch durchaus mal ein paar Tage dauern, aber die muss ja auch 5 Jahre halten, die Strategie. Und deswegen sollte man das eben durchaus machen. Und natürlich ist es wichtig, dass Sie viele Tools nutzen, Link-Datenbanken, SERP-Tools und Content-Performance-Datenbanken, um eben nicht bei Null anzufangen, sondern um wirklich von den Konkurrenten zu lernen, was haben die Gutes gemacht und was können wir uns bei denen eigentlich abgucken. Das war's für heute mit meinem Vortrag. Erstmal vielen Dank, dass Sie bis hier dabei waren und jetzt kommen wir gleich zu den Fragen.